Sir, so dein Tisch in Ordnung. Da ist ein Stabhüft, was du mir schon einmal auf. Da ist mir drin geschalten, halber Zeit. Ja. Dann kommt der Rinder, Peter Öchtner. Ja, was ist der? Biologe? Zoologe? Nicht, aber das war schon interessant. Biologie hat mich allem interessiert. Das habe ich an allem schon gern getan. Ich habe einmal sogar probiert, einen Igel mit einem Regenwurm zu kreuzen. Ja, ich habe mir gedacht, dass mir der Stacheldraht rauskommen. Aber nicht gegangen. Nicht? Ja, gut, aber da möchte ich noch studieren. Gell? Und dann muss ich etwas in den Kopf haben. Halber Zeit. Wahrscheinlich bin ich schon in der dritten Mittelschule hocken geblieben. Ja, haben wir der Lehrer gesagt, er hat gesagt, für das, was du als nicht warst, kann nur einer hocken bleiben. Ola, jetzt kommen sie. Muss ich in die Tür rausgehen? Geht los. Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Heute bei mir zu Gast hier im Pavillon Campo Franco oberhalb des Bozener Walterplatzes Dr. Peter Öchtner, derzeit Präsident des Südtiroler Heimatpflegeverbandes. Und bevor er Platz nimmt, darf ich ihn kurz vorstellen. Peter Öchtner feiert in Kürze seinen 80. Geburtstag. Sein Leben hat er vor allem dem Schutz der Natur und Landschaft unseres Landes gewidmet. Als Vater von drei Kindern lehrte Peter Öchtner an verschiedenen Schulen des Landes Naturkunde und Biologie und übertrug seine Sensibilität und Begeisterung für die Natur auf viele junge Leute. Mit Ehrgeiz und Umsicht, Diplomatie und Geschick gelang es ihm als Direktor, das wissenschaftliche Lyzeum in Bozen durch die turbulenten 68er Jahre zu führen. Peter Öchtner hat sich durch zahlreiche Publikationen, Bücher, als freier Mitarbeiter der Tageszeitung Dolomiten sowie in Rundfunk und Fernsehen durch viele Beiträge um die Verbreitung natur- und heimatkundlichen Wissens verdient gemacht. Seit 1996 steht er dem Südtiroler Heimatpflegeverband vor. Noch heute begleitet Peter Öchtner Lehrpersonen und Schüler, aber auch politische Verantwortungsträger und Interessierte bei Exkursionen durch das Land, um die Sinne der Menschen für das Wertvolle, Erhaltens- und Schützenswerte in Südtirol empfänglich zu machen und Entscheidungen im Sinne der Natur und Umwelt zu unterstützen. Und hier ist er nun. Herzlich willkommen, Dr. Peter Öchtner. Schön, dass Sie da sind. Herr Öchtner, Sie kommen aus Sechsten und hätten eigentlich auch Schmied werden sollen, so wie Ihr Vater einer wurde, aufgrund der Tatsache, dass es der Großvater war. Aber genau der Großvater hat gesagt, wir schauen uns ein paar Fotos an. Na, aus dem Burwert Korschmied, den schickt man studieren. Und ist ungefähr richtig. So war es, jawohl. Hingekriegt. Wir waren sechs Kinder, nicht wahr? Ich bin der Älteste und mich hätte es getroffen, Schmied zu werden. Und da waren da war der Großvater ganz naturnah. Er hat gesagt, der Bub kommt als Schmied nicht in Frage. Das sind jetzt die Eltern. Das sind meine Eltern, ja. Mhm. Da kommt nicht in Frage, der soll studieren oder soll was anderes machen. Nur nicht Schmied, da ist einfach zu wenig kräftig. Und dann haben Sie die Katakombenschulen die Katakombenschule in Sechsten besucht, waren anschließend auf dem Vizentinum. Aber bleiben wir noch einen Moment bei der Katakombenschule. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit heute? Eigentlich nicht gute Erinnerungen. Ja. Das heißt, man hat natürlich diese Katakombenschulen nicht so ernst genommen als Kind, hat man auch nicht kapiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Trotzdem erinnere ich mich an eine Lehrerin, die sehr herzlich war, die uns nicht dauernd mit Hitler gedrillt hat. Mhm. Aber ich erinnere mich auch an einen Lehrer, der sehr hitlermäßig ausgerichtet war, wo wir vor der Stunde aufstehen mussten, stramm dastehen mussten und das Leben von Hitler auch erzählen mussten. Mhm. Also das erinnern Sie sich heute noch, haben Sie noch präsent? An das erinnere ich mich schon noch, ja. Mhm. Und das waren ja eigentlich verbotene Schulen, wenn man so will, nur man hat sie halt dennoch, um die deutsche Sprache zu fördern, betrieben. Oder können Sie sich an diese Situation irgendwie erinnern noch? War das war etwas, das ganz normal war? Oder wie fühlte sich das an? Ich meine, meine Generation kann sich sowas eigentlich nicht vorstellen. Das war schon außergewöhnlich. Wir hatten es natürlich bald heraus,
dass man die Lehrpersonen auch unter Druck stellten. Das heißt, wir taten, was wir wollten, auf Deutsch gesagt. Wenn es uns nicht passte, dann blieben wir auch zu Hause oder redeten schlecht über das Regime. Mhm. Wir wussten also schon, das auszutricksen und haben uns dann danach eingestellt. Mhm. Und in diesem Sinn waren die Lehrpersonen auch eigentlich relativ arm dran, muss ich sagen, weil wir sie irgendwie in der Hand hatten. Wahnsinn. Hat sich daran was geändert, wenn Sie jetzt einen Sprung 50, 60 Jahre nach vorne machen? Daran Sie haben ja selbst als Lehrer daran gearbeitet. Daran hat sich eine ganze Welt verändert. Ah, schon, oder? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja. Sie waren anschließend auf dem Vizentinum in Brixen und haben dort als Erster oder einer der Ersten die Matura gemacht. Auch da gibt es ein Foto, das wir uns kurz anschauen dürfen. Das war die erste Klasse, die bis zum Abitur gekommen ist, oder? Nach dem Krieg. Ja, wir sind 46 bin ich ins Vizentinum gekommen. Das war eine der wenigen Schulen, die damals noch aktiv waren. Und wir waren nach dem Krieg natürlich die erste große Klasse, deswegen auch die große Mitschülerzahl. Ich glaube, Sie sind oben links, gell? Ich bin da oben links, ja. Und natürlich, das war irgendwie Militär, muss man sagen. Also schon. Kein Zweifel. Auf der einen Seite sehr gute Professoren, sehr engagierte Professoren, viele hat man in bester Erinnerung, vielen hat man viel zu verdanken. Es hat natürlich auch andere gegeben, die man als zu streng empfunden hat oder wo man kaum also eine gewisse emotionale Nähe gefunden hat. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich eine gute Schule, muss ich sagen. Und das hat bei Ihnen dazu geführt, dass Sie etwas geleistet haben, schon 1962, das in Zeiten des Eisernen Vorhangs als etwas Besonderes gilt. Sie haben nach dem Studium dann Ihre Dissertation geschrieben. Ich glaube, Sie haben in Innsbruck Zoologie und Biologie studiert. Und wir machen jetzt ein bisschen einen größeren Sprung nach vorne in der Zeit. Da gab es einen Sonderdruck in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie in Leipzig. Ja, das war's. Wie kam es dazu? Nach dem Studium haben Sie praktisch diese Dissertation denen zugeschickt oder wurden Sie da ausgesucht oder wie ging das? Das war so, also ich habe in Innsbruck studiert, ja. Zoologie und Botanik, und da ist dann ein junger Dozent an uns herangetreten und hat gesagt, es gäbe jetzt die Möglichkeit, nach Wien zu übersiedeln in ein Krebsforschungsinstitut. Mhm. Und da habe ich dann einen Wettbewerb gemacht und zusammen mit einem Deutschen gewonnen, und dann sind wir zwei in dieses Institut gekommen als Krebsforscher. Das war für mich natürlich eine hochinteressante Gelegenheit. Das Institut war hervorragend ausgerüstet und wir hatten alle Möglichkeiten, natürlich von der Pike weg Forschung zu betreiben. Mhm. Und es ist ganz interessant, dass dann meine Dissertation irgendwann einmal in einer wissenschaftlichen Zeitschrift in Leipzig erschienen ist. Das war sehr überraschend, das war ja damals der Eiserne Vorhang. Ja. Und man wusste nicht, wie das eigentlich hinübergekommen ist, aber man sieht, man hat damals schon eine Art Spionage betrieben. Ich habe jedenfalls davon nichts gewusst, ich habe zufällig davon erfahren. Ich habe diese Zeitung immer noch zu Hause. Echt? Das ist ja die Krönung für jeden, der in der Forschung arbeitet und eine Dissertation in diesem Bereich schreibt. Die Publikation in einem bedeutenden wissenschaftlichen Magazin ist so ein bisschen die Krönung einer solchen Karriere, wenn dazu ich das... Dazu hinter dem Eisernen Vorhang. Und das noch hinter dem Eisernen Vorhang. War das auch die Zeit, wo Sie Ihre Frau Emma im Zug kennengelernt haben, die ja eigentlich auch Südtiroler Abstammung ist, aber irgendwie aus Vorarlberg kam? Können Sie mir das ein bisschen genauer erklären? Ja, meine Frau stammt von einer Familie, einer Obtantenfamilie. Das waren also... Die Eltern sind also ausgewandert im Rahmen des Hitler-Mussolini-Abkommens, sind dann in Vorarlberg gelandet. Und meine Frau ist dann nach Brunnen gefahren. Dort waren eine Freundin von ihr, die mit der Familie heimgekehrt wieder ist. Die wollte sie besuchen. Zufälligerweise bin ich auch damals von Innsbruck nach Sechsten in den Urlaub gefahren. Und wir mussten in Franzensfeste umsteigen. Der Zug hatte Verspätung. Und so hatte ich Zeit, mit diesem Mädchen mich abzusprechen und habe sie eingeladen zu einem Café beim Hotel Reifer, kann mich erinnern. Mhm. Und aus dieser flüchtigen Begegnung ist halt dann eine Ehe geworden. Ja. Drei Kinder, Stefan, Barbara und Veronika. Ja.
Und eine ihrer Töchter arbeitet derzeit in Dubai, glaube ich, gell? Ist dort als Ärztin, wobei mittlerweile ist sie, glaube ich, mit den Kindern mehr beschäftigt als mit der Arbeit. Die Barbara ist hier in Südtirol. Die ist Pharmazeutin, ja, in Bozen. Und der Stefan, den kennen Sie wahrscheinlich auch, meine Damen und Herren, der arbeitet als Direktor an der Europäischen Akademie so in Bozen. So ist es, ja. Gut. Aber zurück zu Ihnen, Herr Ortner. Das Studium haben wir gehört, die Dissertation haben wir gehört, aber wenn man so etwas schafft, dann ist man doch eigentlich dafür prädestiniert, im Ausland zu bleiben, würde man heute meinen. Sie haben aber dennoch gesagt, ich komme zurück nach Südtirol, denn ich will diesem Land etwas zurückgeben. Wie darf ich das verstehen? Ja, so war es auch. Also ich habe angeboten bekommen, in einem wissenschaftlichen Institut in Wien oder eventuell in Mailand zu arbeiten. Das war natürlich sehr verlockend und man war auch darauf vorbereitet. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich nicht korrekt, was du da machst, wenn du das tust. Daheim in Südtirol fehlen Fachleute, ist eine Schule, die fast nur mit Supplenten arbeitet. Mhm. Vom Land habe ich ein Stipendium bekommen, habe also auf Kosten des Landes studiert. Und da hätte ich es also als unfair empfunden, einfach wegzugehen. Und so habe ich mich entschlossen, trotz aller Nachteile eben in die Schule zu gehen. Mhm. Und ich habe das dann natürlich auch mit entsprechender Begeisterung gemacht. Das war 1961. Gut, aber diese Jahre waren ja nicht nur für Sie mit Lehrauftrag, sage ich mal, ausgefüllt. Sie haben sich nebenher auch, unter Anführungszeichen auch wieder, sehr viel eingesetzt für den Umweltschutz in unserem Land. Und die beginnenden 70er Jahre waren da eine entscheidende Phase. Denn Anfang der 70er Jahre wurden bei uns die Naturparke ins Leben gerufen. Das heißt, der erste wurde Anfang der 70er Jahre gegründet. Ich glaube, das war Seiser Alm Schlern und es folgten dann weitere 6. Heute sind es 7. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass das eigentlich genau das Gebiet ist, das heute zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Das heißt, man könnte auch sagen, der Peter Ortner und einige Weggefährten sind die Väter dieser Unterschutzstellung, die jetzt diese internationale Anerkennung auch bekommen hat. Sehen Sie das auch so? Das kann man sagen, ja. 1970 war das Europäische Naturschutzjahr. Das war einfach ein Aufbruch hin zur Ökologie, wenn ich das so kurz sagen kann. Begriffe wie Biotop, Biozönose, Ökosystem, die sind damals aufgekommen. Kein Mensch wusste, was ein Biotop ist oder was eine Ökologie ist oder was ein Ökosystem ist. Mhm. Das war alles. Aber mit 1970 begann hier wirklich eine Welle der Sensibilisierung, der Aufklärung durch ganz Europa. Südtirol hat damals auch primäre Zuständigkeit bekommen auf dem Gebiet der Raumordnung und des Landschaftsschutzes. Und so haben die damals verantwortlichen Politiker, allen voran Giorgio Pasquali, aber auch Alfons Benedicta und natürlich der damalige Landeshauptmann Silvius Maniago, die haben praktisch angeregt, eine Kommission zu erstellen. Dieser Kommission gehörte ich auch an, zusammen mit damals tüchtigen Leuten, mit Pater Victor Elbona vom Franziskanergymnasium, mit Georg Innerebner vom Amt für Landschaftsschutz und von verschiedenen Architekten des Landes. Und wir hatten den Auftrag, jene Gebiete unter Schutz zu stellen oder als vorzuschlagen, unter Schutz zu stellen, die damals noch nicht von Erschließungen betroffen waren. Weil das war ja auch, wenn ich es unterbrechen darf, der Beginn dieser, manche nennen sie Bauwut, aber da wurde in Südtirol einfach viel gebaut. Das war genau, das prallte richtig zusammen. Und wir haben dann einfach beschlossen, jene Gebiete, die damals fremdenverkehrsmäßig durch Hotels und Aufstiegsanlagen nicht kompromittiert waren, jene Gebiete als Naturparke vorzuschlagen. Und da ist uns besonders am Herzen gelegen die Seiser Alm. Mhm. Es ist damals auf der Seiser Alm viel gebaut worden. Wenn man an Kompatsch denkt, das waren ja Hotels, die hätten in Spanien stehen können, aber für unsere Vorstellung nicht auf der Seiser Alm. Und so haben wir gesagt, nichts Schnelleres wie hier einen Naturpark schaffen, aber nicht einen Naturpark im Sinne des Nationalparks Stilfser Joch, sondern einen Naturpark, wo einfach Aufstiegsanlagen, große Hotels und so weiter verboten waren, wo aber die Forst- und Landwirtschaft betrieben werden konnte oder sollte. Und nur dadurch, auch die Jagd war erlaubt,
Nur dadurch war es möglich, dass die Bauern natürlich zugestimmt haben. Es hat damals viele Polemiken gegeben. Am Ende haben wir dann 4 Park in den Dolomiten vorgeschlagen und die wurden dann ausgewiesen. Das war der Naturpark Dreizinnen, heißt er heute, der 6. Dolomiten. Das war dann das Gebiet Fanes-Sennes-Brax, der Naturpark Puetz-Geisler. Das sind also die bekanntesten. Und es ist interessant, dass diese Naturparke heute die Kernzonen des UNESCO-Weltnaturerbes sind, sodass ich schon sagen kann, dass wir in dieser Arbeitsgruppe damals eigentlich eine gute Zukunft gesehen haben und etwas geschehen ist, das heute noch anerkannt wird und immer mehr eigentlich verspürt wird. Spontaner Test des Landschaftskenners, wo ist das? Okay, das ist ein bisschen schwierig, weil von oben gefilmt die Wand, aber vielleicht erkennen Sie es gleich, mal schauen. Das ist der Gipfel vom Berg. Okay, jetzt haben wir ein bisschen die Einstellungen, wo man es erraten kann, die haben wir jetzt ein bisschen versäumt. Das ist der Gipfel der Rotwand und ich finde, deswegen haben wir dieses Bild ausgesucht, man hat von da oben einen Rundblick über dieses Gebiet, von dem Sie gerade sprachen, den man woanders kaum findet. Jetzt wird der Reinhold Messner sagen, der Frings hat keine Ahnung, das hat man woanders auch. Okay, aber das lassen wir jetzt mal so. Sie waren also eine Zeit lang immer wieder konfrontiert mit diesem Ungeist, der versucht hat oder wo versucht wurde, die Ökonomie in den Vordergrund zu stellen und die Ökologie hinten anzustellen. Gleichzeitig gab es aber eben auch diesen Trend, das zu verändern. Ist das bis heute noch so? Daran hat sich eigentlich nicht sehr viel geändert. Das ist heute noch so. Es ist immer eine Auseinandersetzung zwischen Schützen und Nützen, möchte ich sagen, den richtigen Kompromiss zu finden. Tatsache ist, dass natürlich ab 1970 sehr viel Geld von Rom nach Südtirol geflossen ist. Das mit dem Geld natürlich hat man auch sehr vieles Positives gemacht, hat aber auch sehr viel kaputt gemacht. Die Dörfer haben ihr Gesicht verloren. Es wurden viele Neubauten hingestellt, oft mit schlechter Qualität. Auch die Ortsbilder haben sich verändert. Es wurden Wasserkraftwerke gebaut, kurz und gut, also ein Erschließungsrumpel ersten Ranges, dem viel zum Opfer gefallen ist, an Natur- und Kulturerbe. Und daher hat es schon immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Da gibt es diesen vom Heimatverband geprägten Begriff ausverkaufte Heimat. Sehen Sie das auch so? Auch das natürlich. Es wurde zu viel gebaut. Spekulanten von überall her haben natürlich dann diese Immobilien erworben. Die Raumordnung wurde immer mehr gelockert. Und es war immer leichter eigentlich, dass man kann sagen, die Raumordnung war eine Spielwiese der Spekulanten. Und natürlich in diesem Konflikt bin ich mittendrin gestanden. Aber da hat man sich natürlich nicht unbedingt immer Freunde gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Man wurde als Verhinderer und hingestellt, als Antiquierter, als gegen den Fortschritt Kämpfender. Und mit diesen Waffen hat natürlich auch die andere Seite gearbeitet. Wir werden noch ein bisschen sprechen im Verlauf der Sendung über Heimat und Tradition, Naturverbundenheit und ökologische Sensibilität. Aber vorher möchte ich einen Film zeigen, den wir vorbereitet haben. Im Grunde sind es Bilder von Preisen. Und vielleicht können Sie selber was dazu sagen, Herr Dr. Ortner. Es geht einmal um den Förderpreis für künstlerische und wissenschaftliche Leistungen Walter von der Vogelweide. Das hier ist der vom Rotary Club, den Sie bekommen haben. Dann gibt es die Anerkennungsurkunde vom Verein für Ökologie für die besondere Leistung und den persönlichen Einsatz auf dem Gebiet des Umweltschutzes in Südtirol. 86 haben Sie den bekommen. Was war das? Erinnern Sie sich noch, wo das war und was das war? Ich glaube, das ist der... Das war der Walter von der Vogel, den ich eben genannt hatte. Gell? Dann gibt es eine Ernennung, die vielleicht den wenigsten etwas sagt, aber Ihnen am meisten bedeutet, und zwar ist das die Accademia Roveretana degli Agiati, die Ihnen 89 einen Preis verliehen hat. Hier sehen wir das Dokument. Und den wir alle kennen, das ist mit Sicherheit das Ehrenzeichen des Landes Tirol. Da haben wir es gerade gesehen. Das ist etwas, wo Sie am wenigsten jetzt, dem Sie persönlich am wenigsten Bedeutung zumessen. Woran liegt dieser Unterschied? Ja, ich habe die Auszeichnungen, die Preise immer ein bisschen kritisch gesehen eigentlich. Ich bin kein großer Freund von Auszeichnungen.
Aber wie gesagt, wenn von den vielen, die ich dann doch bekommen habe, muss ich sagen, sind mir eigentlich die einfachsten, die wertvollsten. Ganz besonders habe ich mich gefreut über den Heimatpreis. Mhm. Das war einfach etwas, das mich am meisten betroffen hat, der zwar nicht so bekannt war wie etwa das Ehrenzeichen des Landes Tirol, aber irgendwie bestätigt hat, dass der Weg, den man gegangen ist, in Ordnung war, dass er doch irgendwie rückblickend anerkannt wird, dass man nicht nur Kritiker gehabt hat, sondern auch Freunde, dass viele Menschen es auch anerkannt haben und immer noch anerkennen. Und man denkt natürlich da auch an die vielen Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, allein macht man ja nichts. Insofern hat mich der Heimatpreis immer gefreut. Ich sehe ja das Wort Heimat ziemlich vielschichtig. Heimat, es ist nicht etwas, wo man sich abgrenzt gegenüber anderen oder wo man ausschließt oder was mit Intoleranz oder mit Blut- und Bodenideologie zu tun hat. Heimat ist einfach, wie ich sie sehe, einfach unser Natur- und Kulturerbe, das wir geschenkt bekommen haben und wo wir verpflichtet sind, es zu erhalten und zu pflegen, wahrzunehmen und dann die nächsten Generationen weiterzugeben. Jetzt haben Sie es angesprochen. Die Voraussetzung schlechthin, um Heimat und Tradition, Naturverbundenheit und ökologische Sensibilität in ein Gleichgewicht zu bringen, die richtige Wahrnehmung? Und wenn ja, was bedeutet das konkret? Wichtig ist, dass man Heimat wahrnimmt. Um sie wahrnehmen zu können, muss man irgendwie hingewiesen werden, sensibilisiert werden. Ich stelle immer wieder fest, dass manche, auch junge Leute, die Malediven besser kennen als ihren Ort, wo sie ganzjährig wohnen. Und das ist nicht in Ordnung. Man muss sich bemühen, auch die Werte vor Ort, die Natur- und Kulturwerte vor Ort wahrzunehmen, zu studieren, nachzuforschen. Und erst wenn das Ganze bekannt ist, gewinnt es an Bedeutung. Sind Sie, Folgefrage, ein Globalisierungsgegner? Ja, ich bin nicht unbedingt ein großer Freund, muss ich schon sagen. Ja. Aber ich weiß auch, an der Globalisierung führt kein Weg vorbei. Eben. Nur hat die Globalisierung auch eine Gegenreaktion. Die Gegenreaktion ist, dass man sich wieder, möchte ich sagen, auf die Welt der kleinen Räume besinnt. Das heißt, auf das Gebiet, wo man geboren ist, wo man vielleicht zur Schule gegangen ist, wo man die Jugend verbracht hat, wo man Eltern und Geschwister hat oder Freunde und Bekannte, ja. wo auch eine gewisse Natur und Kultur da ist, eine eigenständige, eine bodenständige, eine unverwechselte, eine gewisse Identität. Also meine Heimat in dem Sinn bringt auch ein gewisses Verwurzeltsein damit, ist ein Gebiet, wo man sich wohlfühlt. Also das, glaube ich, ist für mich Heimat ein sehr vielseitiger, vernetzter Ansatz. Das heißt, die konkrete Antwort auf die Frage zu finden, wo komme ich her und was bin ich, in dieser Reihenfolge. Sicher. Ich vergleiche das immer. Das ist, um nochmal auf die Wahrnehmung zurückzukommen, denn mir scheint da sehr viel Bedeutung drin zu liegen. Genau, die Wahrnehmung, deswegen habe ich ja auch die ganzen Bücher geschrieben, weil mein Hauptanliegen war immer, den Leuten zu zeigen, was an Wertvollem an Natur- und Kulturgütern man hat, was dabei wertvoll ist, was man daher schätzen soll und wofür man sich einsetzen soll. Ich glaube, erst durch die Sensibilisierung kommt man weiter. Sonst, wenn die Menschen nicht überzeugt sind, dass sie einen Wert vor sich haben, dann sind sie auch nicht motiviert, etwas dafür zu tun. Das heißt, Sie begrüßen diese Trends, dass man sich wieder mehr besinnt auf das eigene Territorium, die Herkunft, regionale Küche fördert, zum Beispiel im Tourismus, oder sagt, weniger ist mehr und lieber Bio als das andere. Wir hatten heute Mittag am Tisch ein Gespräch darüber, da hat jemand gesagt, ich will wissen, wer die Kuh aufzieht, das ist mir lieber. Ob sie dann besser aufwächst als die in der Massentierhaltung, ist eine andere Frage. Aber es gibt wieder diesen Trend hin zum Bodenständigen, ist das der richtige Ausdruck dafür? Das ist der richtige Ausdruck, hin zur Identität in Natur, in Landschaft, auch in Kultur. Das ist immer stärker vorhanden und ist auch interessant für Jugendliche. Man muss nur aufpassen, wie gesagt, dass man eben nicht extrem wird und dass man eben nicht intolerant wird und dass man nicht ausgrenzt. Wir haben ja zurzeit große Probleme auch mit diesem, sondern dass man eben das... Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie ein Wasser, wie ein Fluss oder Bach, möchte ich sagen,
Das heißt, irgendwo ist die Quelle und dann rinnt das Wasser und dann entstehen Rinnsale und dann entstehen kleine Bäche und die kleinen Bäche mitten in den großen Fluss. Mhm. Und der Fluss fließt dann durch viele Landschaften hinaus ins Meer und mündet dort. Ähnlich ist es bei uns Menschen. Wir verbringen irgendwo unsere Jugend, unsere Zeit, wo wir praktisch verwurzelt sind und gehen dann weg, hinaus in die Welt, begegnen verschiedenen Kulturen, kehren aber immer wieder gerne zurück an die Stelle, wo wir eigentlich kommen. Wo es einst begann. Und so sehe ich eigentlich den Begriff. Wir schauen uns noch ein paar Bilder an, die das vielleicht ein wenig untermauern, Herr Dr. Ortner. Sie haben einen gemacht, der hieß Naturdenkmäler Südtirols oder letzte Naturdenkmäler Südtirols. Den sehen wir gleich am Ende dieser Zuspielung. Das hier ist, glaube ich, einer über Moore und Biotope. Dann gibt es einen vom Finchker Sonnenberg. Wir schauen einfach mal ein bisschen hinein. Da haben Sie versucht, mit dem Kameramann Wolfgang Thomaset Bilder einzufangen, die genau das zum Ausdruck bringen, was wir eben gesagt haben, oder? Also die ein wenig diese Naturlandschaft zum einen, aber auch das Leben in ihr darstellen. Ist das richtig? Richtig. Ich habe immer versucht, den Kulturbegriff etwas weitmaschiger zu fassen als allgemein üblich. Mhm. Kultur ist für mich nicht nur Hochkultur im Sinne von Theater oder Musik. Kultur ist auch Alltagskultur. Kultur bekommt ja von Cholera, das heißt bebauen, bearbeiten, hegen und pflegen. Mhm. Kultur, die älteste Kultur unserer Erde ist die Agrikultur. Wir sprechen von Kulturlandschaft. In dem Wort Kultur steckt das Wort Kult drinnen, Respekt vor etwas. Landschaft fast als etwas Heiliges, Natur als etwas Heiliges. Verstehen als Schöpfung. Mhm. Das verpflichtet uns zu großer Rücksichtnahme und zu großem Respekt. Letztendlich, wie wir uns der Natur und Umwelt gegenüber verhalten, das entspringt aus unserer eigenen Philosophie, aus unserer Religiosität und vor allem aus der großen Respekt der Schöpfung gegenüber. Also Wahrnehmung und Respekt, darum geht's. Darum geht's. Einmal wahrnehmen, jawohl, die vielen, vielen kleinen Dinge der Natur sehen, wahrnehmen, beobachten, ja. Aber immer gleichzeitig zu wissen, das ist nicht von uns Menschen gemacht ist, sondern das sind Elemente der Schöpfung, die unseren ganzen Respekt und unsere Hochachtung verdienen. Mhm. Und wir müssen daher respektvoll damit umgehen. Mhm. Ja, lieber Herr Ortner, vielen herzlichen Dank. Die Sendezeit ist leider um, aber eine Frage habe ich noch. Was wünschen Sie sich zum 80. Geburtstag, der in Kürze ansteht? Ja, ich glaube, in diesem Alter, das ich habe, wünscht man sich nichts sehnlicher wie Gesundheit. Ja. Nicht wahr? Und dass ich auch in Zukunft noch einiges von meiner Welt, von meiner Natur, von meiner Umwelt, von meinen Tieren und Pflanzen bewundern und beobachten kann. Und dass ich noch physisch in der Lage bin, eben einfache Wanderungen zu machen und immer wieder in der Natur aufzutanken. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Herzlichen Dank für den Besuch. Bitte. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen. Das war Privat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und machen Sie es gut. Ja, das ist, was ich gesagt habe. So gern. Die Natur ist für den Menschen das Beste. Bei das. Ich bin schon ein Naturbursch, so. Ja, aber in so einem Leib mit Muttermilch angezogen. Das ist das Gesündigste. Muttermilch, sagt man allem, ist das Gesündigste. Pille ist ja eine. Zweitens und drittens kommt die Katze nicht so. Das bin ich allem gehasen. So, wenn ich so schalte, gibt es nicht mehr eine Blödsinn an Sachen.